Grüß euch zurück bei Batman Arkham Knight. Das Ganze geht jetzt schon immer mehr ins Finale rein, habe ich das Gefühl. Obwohl beim letzten Mal haben wir da eine neue Nemission aufgerissen und die möchte ich gleich machen. Aber vorher habe ich auch gesehen, dass es beim Azrael Neues gibt und das möchte ich mir natürlich auch noch anschauen. Azrael ist zurück. Polizeihubschrauber melden ein brennendes Bat-Symbol in Chinatown. Na gut, schauen wir uns das einmal an. Das brennende Bat-Symbol in Chinatown. Schaut aus, wie wäre das da irgendwie da oben wäre. Und ich würde sagen, da ist er. Na, das ist nur ein Rätsel. Anzeigen für den Gasangriff entschuldigt. Wo ist denn das jetzt? Ach so, das soll ich jetzt nur Ausschau halten nach diesem komischen Bat-Symbol. Und ich hab's natürlich auch schon gefunden. Da unten ist auch schon der Azrael. Und dann geht's gleich einmal runter. Yippie. Gut. Also. Schauen wir, ob es eine nächste Herausforderung gibt. Fordere mich erneut heraus, Batman. Ich bin bereit. Okay, das heißt wieder ohne getroffen werden. Ich dachte, ich hab noch einen Schlag mit dem Schläger. Hast du mich und die Herausforderung verloren. Ja, mach da nicht ins Hemd, ist einmal mal passiert. Ich hab den übersehen. Aber ich darf jetzt nicht auf Fortfahren drücken, sondern auf Wiederholen. Und los geht's. Gib nicht auf. Jawohl, gehen wir's wieder an. Komm, nimm den Schläger, jawohl. Komm, und jetzt da auf die Blinkenden. Jawohl. Ja, bitte. Du bist ein guter Kämpfer, aber dich erwartet eine letzte Herausforderung. Melde dich, wenn du bereit bist. Sei bereit für meinen Sieg, wenn ich zurückkehre. Okay, da gibt's noch eine. Er ist wirklich hartnäckig, Sir. Aber Sie scheinen noch nicht überzeugt. Sammle einfach weiter Daten, Alfred. Es interessiert Sie vielleicht, dass ich die Insignie auf Azraels Rüstung untersucht habe. Es handelt sich anscheinend um das Wappen des Ordens von Saint-Dumas. Den Orden gibt es schon seit Jahrhunderten. Ihr Auftrag ist es, Gotham zu beschützen. Es gibt jedoch kaum Aufzeichnungen und viele halten seine Existenz nur für einen Mythos. Gute Arbeit, Alfred. Finde noch mehr heraus. Okay. Da gibt's noch weitere Azrael-Aufträge. Scarecrow muss echt sauer sein. Ich möchte jetzt da mal rauf. Ja, jetzt könnte ich ja theoretisch, wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Komm. Schnell, Betsy. Nicht so lange Zeit lassen. Nachher ist schon weg. Ich wollte mir die Drohne holen. Aber die ist leider schon weg. Die kriege ich nicht mehr. Oh ja, wart. Ah, komm, dreh dich um, Betsy. Ja, komm, die holen wir uns. Jawohl, das wird was. Fein. Meinst du, es ist hier draußen wieder sicher? So. Ah, falsch. Tschüss. Zappen zerstört. Genau, haben wir ihn wieder zerstört. Hat sich doch ausgezahlt. Ist mir doch auch einmal wieder gelungen. So. Ah, irgendwo wird schon wieder wild geschossen. Scarecrow hat jetzt das Sagen. So viele Türme hätten wir da auch noch. Was ist denn gleich da drüben? Ach, das ist wieder so ein komplizierter... Ja, ich möchte jetzt einfach nicht zu viel Zeit mit Nemissionen vergeuden. Überhaupt, wo wir da jetzt wieder eine neue freigeschalten haben, die mich sowieso mal interessiert. Na? Und schauen wir mal. Ich möchte aber trotzdem noch einmal da auf den Uhrenturm raufschauen. Hey Gott, wie
ist eine öffentliche Bekanntmache. Ich wollte euch nur darüber informieren, genau, dass Batman meine Rätsel nicht lösen konnte, weil er wirklich dumm ist. Da haben wir ja das letzte Mal das Kostüm von Batgirl entdeckt. Und naja. So, nein, das will ich eigentlich gar nicht. Da will ich her. Wo ist denn jetzt das hier? Jack Ryders gefährliche Nachforschungen, okay, haben ihn zur Lady of Gotham geführt. Ich sollte ihn finden. Da unten, auch wenn ist es dafür das, keinen großen Preis gibt. Das schaue ich mir natürlich zuerst einmal von oben an. Wie immer. Bevor ich da lande, möchte ich da vorher rauf auf die Plattform. Und mir das da oben anschauen. Ach komm, geh rauf, Batman. Eieiei, komm. So, dann halt jetzt zumindest das. Jawohl. Ey! Was haben wir denn da Feines? Das ist doch schon wieder so ein Azrael-Zeichen. Na klar, da ist er, der Joker auch. Was ist, fährt er fest da, oder was? S2, ha, ist euch Fahrt? Muss ziemlich langweilig sein, darauf zu warten, dass dein Bewusstsein sich in nichts auflöst. Wie wär's, wenn wir so lange etwas Zeit und Bösewichte totschlagen? Schaut irgendwie leibend aus. Der eine kniet in die Richtung, der andere kniet in die andere Richtung. Ihr kriegt's das nicht mit, dass ihr da gegen seid. Also ja, logisch, der Joker existiert ja nur in meinem Kopf. Ich glaube, der Riddler hat für diese Den kann der Azrael ja gar nicht sehen. Aber wenn wir schon da sind, dann bleiben wir auch gleich hier, so. Nicht zu improvisieren. Dabei ist das der wahre Spaß. Ich bin bereit für deine letzte Herausforderung. Ah, die letzte. Das ist die sehr gut. Okay. Na schau mal, was wir diesmal wieder machen müssen. Habe ich da eigentlich diese Schnellgeschichten auch? Ah, die habe ich auch. Sehr gut. Ach Gott, jedes Mal. Nur ein würdiger Nachfolger kann diese Herausforderung meistern. Ich kann mich da einfach nicht drauf konzentrieren, aber egal, weiter geht's. Das kannst du besser. Ja, das glaube ich auch und das werde ich euch jetzt auch zeigen, Freunde. Bam. Habt ihr das gesehen, Leute? So macht man das. Batman-Style. Alle ich muss dir meinen Respekt zollen, Azrael. Du hast den Test bestanden. Ich melde mich, wenn ich mich entschieden habe. Die Entscheidung fiel bereits, Batman. Ich bin jetzt bereit. Ich entscheide, wie das läuft, nicht du. Mit jedem Augenblick, den du vergeudest, fällt Gotham tiefer. Entscheide dich rasch, oder sie ist auf ewig verloren. Sir, wir haben Azrael identifiziert. Sein echter Name ist Michael Lane. Er war GCPD-Officer, bis man ihn wegen psychologischer Probleme suspendierte. Und dann, tja, er scheint wie vom Erdboden verschluckt. Damals muss der Orden von Saint-Dumas ihn rekrutiert haben. Es wird noch viel seltsamer, Sir. Der Weltcomputer hat Unregelmäßigkeiten in Lanes Physiologie festgestellt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Schick die Daten zum Uhrenturm. Ich analysiere sie dort. Ganz recht, Sir. Okay, da müssen wir jetzt offenbar auch noch zum Uhrenturm. Aber, bevor ich da jetzt zum Uhrenturm gehe, ehrlich, weil ich bin ja jetzt natürlich eigentlich da noch Zufall drüber gestolpert, werden wir uns doch das da unten anschauen. Und zwar... Da war ja irgendwas mit Jack Ryder. Jack Ryders gefährliche Nachforschungen haben ihn zur Lady of Gotham geführt. Ich sollte ihn finden, auch wenn es dafür keinen Pulitzer-Preis gibt. Ja, ist ja egal, dann runter gleich einmal da in Sturzflug. Meine lieben Brüder, wir versammeln uns hier, um den wahren Vater zu ehren. Oh, er ist schon wieder so ein Spinner. Der unsere Leben mit Licht erfüllte, als wir von Dunkelheit umgeben waren. Na freilich, na die dürften da in Gotham wie die Schwammerl wachsen, die Spinner, ist ja unglaublich. Wer wagt, das Ritual zu stören? Batman, bist du das?
Hol mich hier raus! Dies ist geheiligter Boden, Heide. Du hast dir nichts verloren. Doch Gott hat dich zu mir gesandt, auf dass ich in deinem Blut baden möge. Meine Kinder, der Teufel zeigt sich im schwarzen Gewand. Er schlagt ihn sofort. Oh, das muss ich dann quasi in Zeit auch noch schaffen, in einer gewissen. Oh, macht schon mal irgendwie Laune. Ah, diese scheiß Klingengeschichten habe ich wieder versemmelt. Heute bin ich nicht so richtig in Kampfestimmung offenbar. Aber jetzt geht's. Ja, geht doch. Der Himmel öffnet sich und zerschmettert den Dämon. Warum ich. Achso, ja, ich weiß schon. Okay. Okay, Freunde. Ja, war kein sauberer, schöner Kampf, aber ist ja wurscht. Quick and dirty, so geht's. Die muss ich jetzt noch ausschalten, oder was? Komm. Nein, ja, jetzt verdrücke ich mich wieder. So, das heißt, ich muss daher. Und so. Zeit rennt noch immer. Darauf. Hier muss ich ja da rein. Sieh nur, finsterer Dämon. Okay. Das Blut ist. Ich bin dem Tod öfter begegnet, als du dir vorstellen kannst. Also schaust du aus. Da sein, wenn du tot bist, Batman. Gotham wird mir gehören. Spar dir deine Reden. Ging's nicht schneller? Lustige, haha. Das riecht nach meiner Story. Das ist es, Batman. So komme ich wieder ins Geschäft. Meine eigene Show. Und der erste Gast? Wie wär's? Der echte Batman. Deine Story. Ich nehme dich mit zum GCPD. Jetzt sind Sie in meiner Kirche, Diakon. Sieh dich um, Batman. Sieh dir an, was du schützen willst. Gotham ist verloren. Warum kämpfst du noch? Es ist vorbei. Ich bestimme, wann es vorbei ist, Blackfire. Bringt ihn zu den Zellen. Hey, freuen Sie sich bloß nicht zu sehr, mich zu sehen. Ist dieser Blackfire ein echter Priester, Batsy? Weil ich schulde der Kirche von Gotham noch eine Entschuldigung für die Salzsäure im Weihwasser. Das war vielleicht eine Taufe. Lauter Irre. Wirklich wahr. Lauter Irre. So, wir haben ja jetzt noch offen die Azrael-Mission. Wir müssen da jetzt noch einmal zum Uhrenturm. Zeigt man den eh an? Ich denke, ja. Irgendetwas stimmt nicht mit Azraels neurologischem Muster. Ja, ja, ich sollte zum Uhrenturm, um es mir am Weltcomputer genauer anzusehen. So, ein Hinweis auf eine Krankheit, Sir, oder etwas Schlimmeres. Da wäre wieder so eine Drohne, aber die ist relativ hoch momentan. Die kann ich schwer erreichen. Vielleicht ein bisschen Gas geben. Ich schaff's noch. Schaff ich wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal. Ich glaube, da gibt es ja noch ein Upgrade, was mich dann noch höher aufschießt. Das werde ich wahrscheinlich brauchen, weil die fährt ziemlich hoch. Aber fliegt. Die fährt nicht, die fliegt. Aber jetzt müssen wir da mal in den Uhrenturm wieder rein. Und schauen, was wir da jetzt am Computer machen müssen. Hat der Alfred irgendwas gesagt? Servus, Joker, du bist was doch wirklich wohl überall. In Azraels Gehirn, Batsy? Wer weiß, vielleicht verbirgt sich ein böser Hofnarr darin. Ach, Joker. Den einzigen bösen Hofnarren, den ich da sehe. Ja, Leute, seht selbst. Ja. Okay, da ist jetzt der Computer.
da müssen wir irgendwas nachschauen, hat der Alfred gesagt. Aber das gibt's erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch!